Ich habe eine Frage. Du hast noch nie einen Schluck Alkohol getrunken, richtig? Hast du schon mal einen Schluck Alkohol getrunken? Das brauche ich nicht, denn ich bin immer betrunken. Schon mal Gras geraucht? Ich bin immer bekifft. Du hast meine Augen noch nicht gesehen. Oh, das weiß ich. Das weiß ich. Also gerade heraus. Aber ich frage mich als Mitmensch, der im höchsten Maße neugierig auf das Leben ist. Oder wie du sagen würdest, der auf der Suche ist. Wie konntest du nicht den Wunsch haben, es zu versuchen? So. Schau, du lebst in einer bestimmten Gesellschaft und denkst, dies ist der einzige Weg, um zu erforschen. Ich bin an einem anderen Ort aufgewachsen, an dem ich sichergestellt habe, dass ich von nichts beeinflusst werde. Weder von der Religion um mich herum, noch von der Familie um mich herum, noch von der Gemeinschaft um mich herum, noch von der Politik um mich herum. Ich habe sichergestellt, dass mich nichts von diesen Dingen beeinflusst hat. Ich sage den Menschen immer, dass ich absolut ungebildet bin. Sie denken, ungebildet bedeutet, dass man nicht zur Schule oder zum College geht. Nein. Ungebildet bedeutet, dass du von niemandem irgendetwas aufgelesen hast. Du bist einfach auf die Weise, wie das Leben ist. Weil du Leben bist, wird alles andere selbstverständlich übernommen. Wenn du die Natur des Lebens, die du bist, und die Quelle des Lebens, die auch in dir pulsiert, erfahren hast, warum solltest du dann versuchen, Blätter und Gras aufzulesen? Bist du nicht neugierig? Was du durch das Gras kennst, erfahre ich millionenfach in mir selbst. Warum sollte ich also neugierig auf so etwas sein? Spielst du heute jeden Tag mit dem Teddybär? Bist du nicht? Bist du nicht neugierig, wie es sich anfühlt? Das Kind liebt es so sehr. Ich habe diese Phase durchgemacht. Ich habe es erlebt und beschlossen. Was? Als du ein Kind warst, ist es passiert, richtig? Ich sage also, dass ich erwachsen geworden bin, als ich 4,5 Jahre alt war. Ich bin auch ein neugieriger Mensch. Und ich hatte den Gedankenprozess, dass ich nicht auf diesem Planeten sterben kann, ohne zu wissen, was eine psychedelische Droge mit meinem Gehirn anstellt. Ich habe es abgelehnt. Das ist etwas, das ich ausprobieren wollte, bevor ich sterbe. Und das habe ich getan. Und ich frage mich nur, wie das bei einem Mitmenschen, der auf der Suche ist, nicht auf irgendeine Weise reizvoll sein kann. Schau, die Sache ist die. Genau jetzt sitzen wir alle an dem gleichen Ort, atmen die gleiche Luft, essen wahrscheinlich das gleiche Essen. In diesem Moment, was in mir geschieht, wie ich bin, das würde ich nicht gegen irgendetwas im Universum eintauschen. Du gibst mir die Welt, ich werde das nicht tauschen, so groß ist es. Wenn das in dir vorgeht, wirst du kein Gras mehr wählen, das meine ich. Nun, ich bin neugierig, weil mir etwas fehlt. Nein, wenn Gras oder was auch immer dir eine kleine Erfahrung verschafft hat, musst du verstehen, dass Gras keine Erfahrung machen kann. Es bist du, der Erfahrungen macht. Gras hat vielleicht eine gewisse Erfahrung in dir stimuliert. Ob sie von außen oder von innen stimuliert wird, ist die einzige Frage, richtig? Wenn sie von außen ist, hat sie immer eine negative Kehrseite. Wenn es von innen heraus geschieht, nehmen wir an, schau, die Leute trinken Alkohol. Wenn es keinen Kater gäbe, wenn es keine Lebensverbrennung gäbe, was auch immer, wären sie die ganze Zeit betrunken. Wenn du das auch sein könntest, die ganze Zeit volltrunken und vollwach, würdest du es tun? Allen würde ich raten, trinkt Alkohol, okay? Im Moment ist das alles, was ich dir sage. Es gibt eine Möglichkeit, bei der du zur gleichen Zeit voll bekifft und voll bewusst sein kannst. Es gibt viele wissenschaftliche Untersuchungen, die besagen, dass es Millionen von Cannabis-Rezeptoren in deinem Gehirn gibt. Glaubst du, sie warten darauf, dass du Gras rauchst? Ich weiß es nicht. Aber sie sind da. Das ist eine Tatsache. Es ist also offensichtlich, dass das System etwas haben muss, das diese Möglichkeit innerhalb des Systems bietet. Es ist nicht so, dass du hingehen und dir irgendwo irgendetwas pflücken musst. Es ist hier. Denn dies ist die größte Chemiefabrik. Wenn du wüsstest, wie man das organisiert, wärst du nicht in den Hinterhöfen. Du würdest es hier möglich machen. Thank you.